Quaxo ist ein Pokémon mit dem Typ Wasser, existiert seit der zweiten Spielgeneration und ist die letzte Entwicklungsstufe von Quapsel und Capuzzi. Und des Weiteren bildet es das Gegenstück zu Quappo. Quaxo ist ein mittelgroßes, zweibeiniges und froschähnliches Pokémon, das grün, gelb, blau und rosa auftritt. Der Großteil seiner Haut ist grün gefärbt, Hände, Zehen, Unterkiefer und Bauch sind dagegen gelb, wobei ein grünes Kringelmuster auf dem Bauch zu sehen ist. Die Wangen sind rosa und die Haartolle blau. Quaxo besitzt eine kräftig jedoch gedrungene Körperstatur. Der rundliche Kopf wird von dem sehr breiten Maul dominiert, welches von der einen bis zur anderen Wange reicht. Das Gesicht besteht des Weiteren aus den beiden sehr kleinen Nasenlöchern und den großen, runden Augen, die sich aus einer weißen Lederhaut und schwarz-braunen Pupillen zusammensetzen. Der Kopf wird von der langen Haartolle gekrönt, welche sich kringelt. Am Ende der kurzen Arme befinden sich die drei runden Finger. Die kurzen, aber kräftigen Beine enden mit den eher langen Füßen, die ihrerseits über drei runde Zehen verfügen. Und in Quaxos Shiny-Form sind die grünen Hautstellen in einer blauen Farbe gehalten. Die gelben Regionen färben sich ganz leicht rosa. Quaxo erlernt hauptsächlich spezielle Attacken seines Typs Wasser. So greift es beispielsweise mit Blubstrahl oder Hydropumpe an. Ein Großteil seines Movepools besteht aus Normalattacken wie Schallwelle oder Risikotackle. Besonderheiten stellen Attacken wie Sprungfeder, Hypnose, Erdkräfte und Lehmschuss dar. Die wohl stärkste Attacke, die Quaxo per TM erlernen kann, ist Power Punch vom Typ Kampf mit einer Genauigkeit von 100 und einer Stärke von 150. Zu seinen Fähigkeiten zählt H2O-Absorber, wodurch Kraftpunkte bei Treffern durch Wasserattacken regeneriert werden. Andere Exemplare besitzen Feuchtigkeit als Fähigkeit, welche alle Pokémon davon abhält zu explodieren. Die versteckte Fähigkeit ist Niesel, die im Kampf Regen herbeiruft. Bläht Quaxo seinen Hals auf, um zu quaken, versammeln sich viele Quapsel und Capuzzi. Sind drei oder mehr von ihnen versammelt, quaken sie so laut, dass es an Hundegebelle erinnert. Die Rufe der Männchen sind besonders laut. Quaxo mit einer tiefen, bedrohlichen Stimme sind bei den Weibchen sehr beliebt. Quaxo hat gelocktes Haar, was ihm den Status eines Königs bescheinigt. Je länger und lockiger sein Haar ist, desto mehr Respekt erntet Quaxo von seinen Artgenossen. Dabei sind Quaxo in allen bisher bekannten Regionen außer der Kanto-Region zu finden, dabei halten sie sich besonders gerne in Gewässern und Sümpfen auf. Quaxo bildet dabei eine von zwei Entwicklungsmöglichkeiten von Capuzzi. Anders als bei Quappo, welches lediglich einen Wasserstein für die Entwicklung benötigt, muss es das Item Kingstein tragen und dabei getauscht werden. Das Level von Capuzzi ist hierbei jedoch nicht relevant. Mit seinem Typen Wasser nimmt Quaxo halben Schaden gegen Feuer, Eis, Stahl und Wasserattacken, es sei denn, es hat wie gesagt die Fähigkeit H2O-Absorber, dann wird es nämlich immun gegen Wasserattacken. Doppelten Schaden machen Pflanzen- und Elektroattacken und der Rest macht normalen Schaden.